Hallo zusammen. Auch wenn ihr bestimmte Fahrstunts nur in einem Videospiel wie Need for Speed ausgeführt habt, habt ihr sicherlich eine Vorstellung davon, wie kompliziert so etwas ist. Eine Driftfahrt oder ein Hindernisrennen mag auf der Kinoleinwand oder auf dem PC-Bildschirm leicht aussehen, doch im echten Leben beherrschen viele Menschen nicht einmal grundlegende Fahrfiguren, geschweige denn irgendwelche Fahrkunststücke. Nichtsdestotrotz gibt es unter Autofahrern, wie in jedem anderen Gebiet auch, echte Genies. Genau von ihnen handelt unser heutiges Video. Lasst uns loslegen. Parken mit dem LKW. Man muss nicht unbedingt ein Fahrer mit langjähriger Erfahrung sein, um zu wissen, dass je größer ein Fahrzeug ist, desto schwieriger ist es, es einzuparken. Klar gibt es heutzutage dazu diverse technische Hilfsmittel wie Rückwärtskameras, aber es gibt Könner, die zur Vollführung unglaublicher Fahrmanöver mit riesigen Lastwagen keinerlei Gadgets benötigen. Das hier zum Beispiel ist eine Performance, die vom Fahrer eines Iveco-Trucks im Rahmen eines Fahrwettbewerbs gezeigt wurde. Seht euch nur an, wie sicher der Mann am Steuer die Hindernisse umfährt und mit beinahe chirurgischer Präzision parkt. Solche Wettkämpfe sind übrigens keine Seltenheit. Einer davon heißt Rally Dakar und wird jährlich auf dem Gebiet verschiedener Länder von Europa bis Südamerika ausgetragen. An dieser Langstreckenrally nehmen Fahrer von unterschiedlichen Fahrzeugen wie PKWs, Motorrädern, Quads, Geländefahrzeugen und LKWs teil. Das Interessanteste ist, dass diese meisten Teilnehmer keine Profis, sondern Hobbyfahrer sind. Treppe hinauf. Ehrlich gesagt scheint sich dieser Mann im ersten Moment über das Gesetz der Schwerkraft hinweggesetzt zu haben. Derart atemberaubend war diese Aktion. Am Steuer des Wagens saß ein Rennfahrer, der das weltbekannte 24-Stunden-Rennen von Le Mans in der Kategorie LMP2 für sich entschieden hat, nämlich der Chinese Ho Ping Tung. Der Sieg bei so einem wahnsinnig schweren Rennen war schon im Grunde eine fast übermenschliche Leistung. Doch der Mann wollte sich damit nicht begnügen und beteiligte sich an einer anderen, nicht weniger verrückten Challenge. Als erstes musste Ho Ping Tung am Steuer eines Range Rover Sport Plug-in Hybrid 99 schwindelerregende Serpentinen bewältigen. Danach fuhr er zu einer berühmten Felsformation namens Himmelstor hinauf, bei der es sich um ein natürliches Loch im Berg Tianmenshan handelt. Der Weg dorthin führte über eine Treppe, die 999 Stufen im 45 Grad Steigung hat. Und aus bestimmten Perspektiven scheint die Treppe sogar eine Steigung von 90 Grad zu haben. Zu Beginn des Experiments konnte keiner eine hundertprozentige Garantie dafür geben, dass das Fahrzeug nicht umkippen und dass Ho Ping Tung dabei nicht verunglücken würde, nicht einmal dessen Organisatoren von Jaguar Land Rover. Denn so etwas hat noch niemand zuvor gewagt. Doch alles lief nach Plan. Ho Ping Tung hat nur einen Versuch dafür gebraucht, die steile Passstraße hinaufzufahren. Und das in nur 22 Minuten 41 Sekunden, einschließlich der Fahrt über die Serpentinen und Stufen. Der Wagen, den er steuerte, hat übrigens 404 PS. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ihr im Zusammenhang mit dieser Challenge so oft die Zahl 9 hört. Es ist so, dass die 9 in vielen asiatischen Kulturen als Glückszahl gilt. Im Jahr 1999 hat man sogar am Tianmenshan-Berg eine besondere Show veranstaltet, bei der durch die besagte Felsformation Flugzeuge geflogen sind. Armloser Driftfahrer. Der Mann, der in diesem Video ein unglaubliches Fahrkönnen zeigt, ist nicht nur mutig, sondern hat auch ein unfassbares Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen. Vor fast 15 Jahren hatte der Pole Bartosz Ostalowski einen schlimmen Autounfall. Zum Glück hat er überlebt, weil der Rettungsdienst schnell genug eingetroffen war, aber er hat trotzdem eine schwere Behinderung erlitten. Um den damals 20-jährigen Bartosz das Leben retten zu können, mussten die Ärzte ihm nämlich die beiden Arme amputieren. Viele wären anstelle von Bartosz total verzweifelt und hätten ihre Freude am Leben für immer verloren. Doch dieser Bursche fand den Mut, ein neues Leben zu beginnen, indem er lernte, alltägliche Aufgaben nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen zu erledigen. Mehr noch, er hat sogar seinen Traum nicht aufgegeben, den er von frühester Kindheit an anhing, nämlich Profirennfahrer zu werden und für Polen als Mitglied der Nationalmannschaft anzutreten. Dazu brachte sich Bartosz bei, Autos mit den Füßen zu steuern und mittlerweile gehört er zu den tollsten Driftfahrern der Welt. Ihr fragt euch vielleicht, wie er es schafft, sein individuell umgebautes Fahrzeug zu fahren. Mit seinem linken Fuß dreht er am Steuerrad, mit dem rechten tritt er auf die Pedale und mit einer speziellen Prothese, die an seiner Schulter befestigt ist, schaltet der Rennfahrer die Gänge. Dies ist wohl eine der coolsten Motivationsgeschichten überhaupt.
Fahren auf zwei Rädern. Wenn ihr beim vorherigen Video Geschwindigkeit vermisst habt, schafft dieses hier bestimmt Abhilfe. Es wirkt nämlich genauso erfrischend wie eine Tasse Espresso. Es zeigt einen Stuntman aus Finnland namens Vesa Kivimäki beim Aufstellen eines Weltrekordes für das Guinness-Buch, während er nur auf zwei von vier Rädern fährt und zwar mit einer Geschwindigkeit von über 186 km/h. Die atemberaubende Fahrt fand auf der Landebahn des Flughafens Seinäjoki statt und als Sponsor dieser Veranstaltung fungierte die Firma Nokian Tyres, die ihre hochrobusten Reifen mit Aramid-Seitenwänden in Aktion demonstrieren wollten. Der vorherige Rekord gehörte dem Schweden Göran Eliasson, der nur um 5 km/h langsamer war als Kivimäki. Es wurde übrigens bereits ein ähnlicher Rekord aufgestellt, damals ging es aber darum, eine möglichst lange Strecke in diesem Fahrzustand zu fahren. Ihr werdet es nicht glauben, aber man hat auf diese Weise über 370 Kilometer zurückgelegt. Driften mit dem Traktor. Wer sagte, dass man nur mit getunten Nissan, Mazda oder Toyota-Fahrzeugen driften oder Burnouts ausführen könnte? In Wirklichkeit kann man sogar einen Traktor dazu bringen, auf der Seite zu fahren. Dies bewies ein Mitarbeiter des schwedischen Reifenherstellers Vianor. Sie haben ein Radtraktormodell vom Volvo namens BM Terrier aus dem Baujahr 1956 auf 225 PS verstärkt und fuhren damit aufs Feld hinaus. Das, was der Fahrer mit der Landmaschine an Kunststücken hingelegt hat, würde sogar einige Rennfahrer neidisch machen. Fassrolle mit dem Auto. Kennt ihr eine Flugfigur namens Fassrolle? Dabei fliegt ein Flugzeug eine Schraubenlinie in horizontaler Richtung, etwa so, wie wenn es auf der Innenseite eines liegenden imaginären Zylinders oder Fasses rollen würde. Wie gesagt, es ist eine Flugfigur, die man normalerweise mit einem Fluggerät absolviert, doch seit kurzem gehört es auch zum Repertoire von Kunstfahrern, was vor allem ein Verdienst von Terry Garrett, einem britischen Stuntdriver ist, der es mehrmals ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat. 2017 ist ihm etwas schier Undenkbares gelungen. Mit dem E-Pace von Jaguar flog er 15 Meter, während er sich um 270 Grad gedreht und damit die längste Fassrolle hingelegt hat, die jemals mit einem Serienfahrzeug ausgeführt wurde. Beim Sprung war sein Körper einer Belastung von 5,5 G ausgesetzt. Zur Info, während der Rückkehr zur Erde mit einem Sojus-Raumschiff müssen Raumfahrer eine wesentlich niedrigere Belastung überstehen. 2 Jahre zuvor hat Terry Grant einen nicht weniger spektakulären Stunt zum Besten gegeben. Er stickte nämlich seinen E-Pace durch den höchsten Looping aller Zeiten, dessen Höhe bei 20 Metern lag. Paralleles Einparken. Paralleles Einparken ist eine Kunst für sich, die sogar manchen erfahrenen Fahrer Probleme bereitet. Und daran gibt es sogar einen Weltrekord. Als einer der coolsten Profis auf diesem Gebiet gilt der chinesische Testfahrer Han Yu, dem es mit links gelingt, einen Mini seitlich einzuparken. 2012 driftete er mit seinem Wagen in eine Parklücke mit 15 cm Spielraum. Und 2 Jahre später hat er seinen eigenen Rekord gebrochen. Damals betrug die Parklücke lediglich 8 cm. Schmaler Tunnel. Dieses Video könnte man wie folgt betiteln: Ich beim Versuch, mich in meine Lieblingsjeans nach den Feiertagen hineinzuquetschen. Es zeigt nämlich einen Touristenbus beim Passieren eines unfassbar engen Bergtunnels in South Dakota. Seine Breite beträgt etwa 244 cm und die des Busses nur ein paar Zentimeter weniger. Zum Glück erwies sich der Fahrer als versiert genug, um das Fahrzeug durch die schmale Öffnung sicher zu manövrieren. Achtstündiger Dauerdrift-Rekord. Normalen Taxifahrern wird nicht empfohlen, länger als 8 Stunden in Folge zu arbeiten, weil sie ansonsten die Konzentration verlieren und andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnten. Und das, obwohl die Autofahrer, die in einer Großstadt leben, oft einen halben Tag im Stau verbringen, ohne sich vom Fleck zu rühren. Und genau 8 Stunden hat es bei einem dänischen Fahrer namens Johan Schwarz gedauert, einen Weltrekord aufzustellen, indem er mit einem BMW M5 8 Stunden am Stück im Kreis driftete. Insgesamt legte der Mann 374 Kilometer zurück, und zwar ohne ein einziges Mal anzuhalten. Früher bestand das Haupthindernis für
für die Ausführung eines solchen Stunts im Nachtanken. Doch dieses Problem wurde durch eine Innovation von BMW gelöst. Der Wagen von Schwarz wurde nämlich während der Fahrt mit Hilfe eines anderen Autos, das einen zusätzlichen Tank eingebaut bekam und mitdriftete, mehrmals betankt. Sein Fahrer lehnte sich aus dem Fenster mit einem Schlauch, mit dem er Benzin in den Tank des Wagens von Schwarz gefüllt hat. Clever, oder? Rückwärtsfahren. Die meisten Autofahrer kostet es einige Überwindung, rückwärts zu fahren. Es gibt aber auch welche, die es mit Vergnügen tun. Dieser Mann aus Indien zum Beispiel fährt nie anders und das seit inzwischen 12 Jahren. In dieser Zeit legte er so ganze 65.000 Kilometer zurück. Interessant ist, dass er sich für diesen Fahrstil nicht aus einer Laune heraus entschieden hat. Eines Tages hatte er mitten auf der Fahrbahn eine Panne, sodass er nicht mehr normal fahren konnte. Er musste aber dringend nach Hause. Der Mann ließ sich also davon nicht beirren und fuhr einfach rückwärts, während er durch die Rückfensterscheibe auf die Straße schaute. Und wie gesagt, seitdem fährt er nur so. Später hat er seinen Wagen fürs Rückwärtsfahren angepasst und eröffnete sogar in seiner Stadt eine spezielle Fahrschule für diesen Fahrstil. Riesige Bremsschwelle. Bei diesem Video handelt es sich zwar um einen gewöhnlichen Werbespot, aber die Kreativität und der Sinn für Humor seiner Macher sind auf jeden Fall lobenswert. Der britische Automobilhersteller Jaguar Land Rover beschloss, die Geduld von Pkw-Fahrern zu testen, indem er in einem Londoner Viertel eine 1,5 Meter große Bremsschwelle aufstellen ließ. Vermutlich sind alle Menschen im Video Komparsen, aber sie tun einem trotzdem irgendwie leid. Besonders heftig wird es, wenn auf der Straße plötzlich ein luxuriöser Range Rover Evoque auftaucht. Und das Hindernis locker überwindet, während die Passanten und andere Autofahrer ihn mit runtergefallener Kinnlade anstarren. Tja, schön, dass man im echten Leben auf solche Bremsschwellen nicht stößt. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!